habe ich jetzt hier mal den Jurassic World Minecraft Trailer für euch offen. Ja, okay. Jurassic World Adventures Minecraft. Geht eine Minute, 11. Ich bin gespannt, ob es mich catcht. Ist halt Minecraft. Mal gucken. Okay, es ist sogar... Okay. Das war eben gerade im Biosyn Valley auf jeden Fall gewesen, da mit der Aussichtsplattform. Ist das lizenziert von Jurassic World jetzt wirklich oder ist einfach ein Fan gebaut? Das hier, Sekunde, muss ich ganz kurz mal einhaken. Die Designs von den Raptoren hier sehen wesentlich geiler aus als Blue, Echo und Charlie, finde ich. Persönlich. Ich mag die normalen Designs einfach mehr als diese flauschigen, blauen Tiere. Da sind schon Details drin, das ist schon cool. Malta haben die sogar nachgebaut. Das sieht schon geil aus. Das sieht schon cool aus. Das werde ich heute Abend gleich machen. Ich werde nach dem Stream werde ich versuchen zu gucken, ob ich das auch auf die VR-Brille irgendwie bekomme. Das sieht schon cool aus. Ich fand, die Saurier haben zum Teil echt coole Designs gehabt. Ne? Oder auch nicht. Ja. Oh. Okay. Gucken wir da gerade nochmal ganz kurz rein, bitte. Ich will das gerade nochmal... Ich mache jetzt mal den Sound ein bisschen leiser vom Spiel selber. Weiß nicht, ob das eben gerade zu laut gewesen ist. Aber das sah schon ganz cool aus. Was das kostet? 1340 Minecoins. Was muss ich denn da machen? Für welche Plattform wird das sein? Das Spiel ist für PC, PlayStation 4, überall, wo halt Minecraft drauf funktioniert. Da ist das Spiel dann dafür. Was sind denn aber jetzt hier Minecraft-Coins? Ich dachte, das kann man sich einfach so runterladen. Ich habe sogar meine Schule in Minecraft nachgebaut. Da kann man schon saukreativ sein, ich weiß, ja. Aber ich habe mal mit dem lieben Duplo Games, der macht inzwischen gar kein YouTube mehr, mit dem habe ich mal zusammen Minecraft gezockt und da haben wir... Nebeneinander haben wir einfach so Häuser gebaut, links und rechts, und er hat halt so voll die Details mit eingebaut, mit Schornstein, mit Feuer, das unten prasselt und so ein Kram. Und meins dagegen war einfach nur so ein Bunker, so ein Klotz, den ich hingeklatscht hatte. Das sah schon echt scheiße aus. Aber gibt ja auch Menschen, die können damit Hogwarts nachbauen und so ein Kram. Okay, hier haben wir jetzt auf jeden Fall das Spiel. Das scheint aber sich schon sehr stark auf Jurassic World Dominion zu beziehen, oder? Da war jetzt nichts irgendwie von vom Jurassic World Park drin, glaube ich. Gucken wir gerade nochmal kurz rein. So, das hier war doch auf jeden Fall Malta, oder? Das sollte Malta sein, schätze ich mal. Von der Farbgebung her. Dann haben wir hier das Lockwood-Anwesen. Es ist schon cool gemacht, auf jeden Fall. Welcome to an all-new Jurassic World Adventure. Ja. Hier haben wir dann Biosyn, den Aussichtsturm, wo dann der Giga auftaucht. Oh. Muss mal kurz hier was weglegen.
Obwohl Biosyn Valley, finde ich, hat nicht so viel Wiedererkennungswert. Weil das sah ja alles schon dann doch sehr, sehr dschungelmäßig aus. Hier sieht es wirklich einfach nur aus wie ein Wald. So. Da hinten sind noch die Eiszonen und alles, aber das Biosyn Valley, das finde ich nicht ganz so geil umgesetzt. Okay, verschiedene Tageszeiten und wahrscheinlich auch Jahreszeiten oder so ein Kram. Hier haben wir dann die Eisfläche mit dem Pyroraptor. So. Where dinosaurs roam. Du hast die eigentlich Rule Our World? Naja. Da ist dann der T-Rex unten durchgelaufen und die sehen schon ziemlich gut aus, finde ich hier. Die haben auch nicht diesen extremen Brick-Look. Das sind nicht so extrem diese Stein-Looks. Minecoins kannst du mit echtem Geld kaufen. Da muss ich mal gucken, was das dann kosten würde, wenn ich mir dieses Ding kaufen würde, weil, ey, alles über 20 € wäre mir vielleicht auch ein bisschen zu teuer, weil ich will da ja nur einmal kurz reingucken, wie das so rüberkommt. Und das war es dann wahrscheinlich auch schon. Ja, sieht schon ganz cool aus mit den. Da haben wir jetzt den T-Rex einmal. Den Giga sehen wir später nochmal. Ah, da haben wir sogar hier die. Aber wie hieß denn der Typ nochmal? Rain, glaube ich, hieß der, ne? Diese Wilderer hier. Es können auch andere Wilderer sein. Auf jeden Fall, die sperren hier Dinosaurier ein. Und das hier sind doch jetzt, wer ist denn sie? Keine Ahnung. Das hier ist auf jeden Fall Ellie und das ist ein Dinosaurier, der mit den beiden in den Kampf geht. So. Was war denn das für ein Dinosaurier? Das sah aus wie ein Frosch von hinten. Wartet mal ganz kurz. Ah ne, der steht da nur rum. Da ist ja auch noch einer hier. Ah, okay. Das finde ich echt cool, dass sie das Design hier gewählt haben. So die guten alten Velociraptoren hier mit Owen dann zusammen. Ist natürlich eine Anspielung an den allerersten Jurassic World-Film. Trotz allem ist es alles wesentlich mehr Dominion, glaube ich. Wollen wir kurz auf dem Klo, was habe ich verpasst? Wir gucken Jurassic World Minecraft uns mal den ersten Trailer dazu an. Oder den einzigen Trailer dazu an. Das ist auch interessant. Was kann man denn hier mitmachen? Kann die wirklich, also würde das bei Minecraft funktionieren, dass Claire mit diesem Brett auf Dinosaurier zeigt, mit diesem Tablet? Und dann wird dir angezeigt, was für ein Saurier das ist. Wäre das möglich? Weil es scheint sowas zu sein hier. Es kostet 1510 Minecoins. Was ist denn das in Euro umgerechnet? 1510 Minecoins. Das würde ich aber ganz cool finden hier. Das ist wie so ein. Ich hatte früher sogar als Kind, habe ich diesen Pokédex gehabt von Dinosauriern. Kennt ihr den? Den gab es wirklich. Moment. Ich weiß nicht, wie das Ding hieß. Ich muss einfach mal eingeben. Pokédex Jurassic Park. Da gab es nämlich nur Jurassic Park. Da war die Welt noch okay. Das Ding da. Kennt das irgendeiner von euch? Moment. Gerade mal aufs Vollbild wieder gehen. Das Ding. Ist quasi genau wie der Pokédex von früher, nur halt eben von Jurassic Park. Wo man eben Sauriernamen eingeben konnte. Da hat das Ding halt ausgespuckt, wie groß der Saurier war, wie schnell der Saurier war, was er gefressen hat, wie er heißt. Und so ein paar stupide Daten eben einfach. Das war eine ganz coole Sache gewesen. So, wenn das halt auch sowas wäre hier, wäre das schon cool. Dass man dann damit Dinosaurier quasi wie in so einem Pokédex speichern könnte, werde ich auch schon Bock drauf. Ey, vielleicht macht's halt echt Spaß, wenn, wie gesagt, was sind denn jetzt 1510 Minecraft-Coins in Euro? Wenn nicht, schaue ich gleich aber selber nach. Und das dann in VR zu spielen mit diesem Ding, und das wäre vielleicht doch eine ganz coole Sache, glaube ich.
Die Größenverhältnisse sind auch super gemacht, finde ich. Du siehst wirklich auch hier, wie groß die eigentlich sind, ne? Die meine ich jetzt ja gar nicht. Die Stegosaurier und sowas, aber halt. Ist schon sehr cool. Mit Original Soundtrack meine ich auch, mit den Geräuschen von den Dinos. Das war der Therizinosaurus, glaube ich, hier. Ja. Das ist der Therizinosaurus. Der wirkt ein bisschen klein tatsächlich. Ich dachte, der müsste so mindestens hier oben sein irgendwie. Take on new challenges. Also wird es hier auch verschiedene Missionen geben, die man erledigen kann. Der sieht geil aus. Hier. Der Pyroraptor sieht geil aus. Finde ich. Mit dem Federkleid, das passt ja unfassbar gut hier. In diesem Steine-Look. Das ist cool. Ey, ich find's geil. Also, ich find's. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand's geiler, als ich dachte, es wäre umsonst. Jetzt, wo ich weiß, dass es Geld kostet, denke ich mir so ein bisschen, boah, es ist auf jeden Fall ein bisschen jetzt geschrumpft. Der Bedarf danach ist ein bisschen zurückgegangen jetzt gerade. Ich dachte, es wäre einfach nur so ein netter Mod halt für irgendwas. Naja, komm. Ja, wenn man dem Code vom Fernrohr etwas umschreibt, wird es mit dem Tablet funktionieren. Okay, ich glaube dir das einfach mal so. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll in dem Spiel. Ich schaue jetzt aber gerade mal erst kurz nach, wie... Was hast du gesagt? Wie viel Euro sind diese 1500 Coins? Du hast hier reingeschrieben, es sind 8,90 Euro. 8,90 Euro, das geht. Jetzt muss ich nur noch gucken, ob das auch für die PlayStation verfügbar ist. Minecraft Jurassic World Adventure. PlayStation Store. Ist wirklich drin, krass. Mit VR-Funktion. Ja, okay, dann hole ich mir das auf jeden Fall. 8,99 Euro kannst du da, glaube ich, nichts falsch machen. PS Plus für Online-Spiel erforderlich, da kann man das sogar online zocken, sehr cool. Ingame-Käufe brauche ich nicht. Unterstützt bis zu 8 Online-Spieler mit PS Plus. Online-Spiel optional. Ach, Online-Spiel optional. Kannst also auch offline spielen. 1-4 Spieler. PS4-Version verfügbar. PlayStation VR und PlayStation VR 2 aktiviert. PlayStation-Kamera ist optional. Nee, wenn du PlayStation VR 1 spielst, brauchst du die Kamera auf jeden Fall. Ist auch wurscht. Aber es geht. Es ist verfügbar. Finde ich geil. Würdest du das auch streamen? Ja, ich würde es auch streamen. Ich bräuchte halt nur jemanden, der den Chat im Auge behält in der Zwischenzeit. Weil wenn ich die VR-Brille auf der Birne habe, sehe ich halt ja nichts, ne? Und aus irgendeinem Grund, du kannst ja mit der PS5 auch direkt streamen. Per Knopfdruck. Aber irgendwie kannst du den Chat nicht so neben in der VR-Brille mitlaufen lassen. Wie bei so einem Ironman-Helm quasi. Aus irgendeinem Grund geht das nicht. Ich weiß nicht wieso. Das heißt, jemand muss den Chat quasi am Laptop mitverfolgen. Frag einfach Polar. Dem kann ich mal die VR-Brille aufsetzen, ja. Dann flippt der aus. Aber ja, mal gucken. Nico und Mirko. Einer von beiden wird sich wahrscheinlich mal dazu ergötzen können. Bei Mirko ist eher schwieriger, weil der einfach nie Zeit hat. Aber Nico kriege ich dazu.